1, der uns beweist, wie sehr Drops Kopf gefickt ist. Drops verspricht sich, als hätte sich das Sprachzentrum in Drops Kopf nach einem Bock schockartig vernichtet. Das ist jetzt in mein Revier, weil du weg bist und verlierst. Wenn ich will, dann wirst du gleich hier echt rekrepieren. Guck, wie du keiner hier für dich echt hier interessiert. Das war keine neue Sprache, das war ein 1:1 Zitat aus irgendeinem Battle von dir. Guck, Robert googelt im... Warte. Wow. Guck. Robert googelt im Internet Dreckswitze. Jeder Dreckswitz wird von seinem Gehirn transformiert in eine Textskizze. Jede Textskizze geht vom Gehirn zur Zunge, doch im Endeffekt kriegte der Junge nie eine Line annähernd fresh hinweg über seine Fettlippe. Deswegen klingt das Ergebnis wie eine Hure, die zu viel Sekt kippte, oder wie ihr 13-jähriger Sohn, der aus dem Jugendzentrum seiner Mutter eine SMS schickte. Zieh dich jetzt ein, diese Punchline, ich fick dich mein dritten Standbein. Nein, du machst gar nichts, weil ich im Gegensatz zu dir jeden Satz perfekt spitte. Guck. Du kamst zu mir freundlich lächelnd, doch deine Attitüde ist eine Lüge. Deswegen gibt es heute kein Battle, du bekommst eine Analyse deiner Psyche. Denn eigentlich bist du ein armer Kerl, droppst dein Selbstbewusstsein an Risse. Guck, neben Tierstar und P-Sex stehst du immer noch da wie der nutzlose Dritte. Du spittest Versprüche, doch erntest lustlose Blicke. Irgendwann hast du kapiert, du wirst nur akzeptiert als der lustige Dicke. Seitdem sagst du Sachen wie... Ein weiteres Zitat aus deinem letzten Battle. Ich bin ein mutterfickendes Warzenschwein, Hakuna Matata. Haha, du disst dich selbst als MC, denn du weißt, Selbstironie erzeugt beim Publikum Lacher. Doch was du Genie nicht bedacht hast, ist, das Gesetz der Natur ist unantastbar. Nur ein mutterfickendes Warzenschwein zeugt ein mutterfickendes Warzenschwein. Also disst du gleichzeitig auch deine Mutter und deinen Vater. Guck, du Fotze. Du hast eher einen Mutterkomplex. Jeder deiner Parts geht zu 50% um deinen Speck und zu 50% darum, dass du über eine fremde Mutter rappst. Widmen wir uns in der zweiten dieser drei Runden Rap zunächst deinem Pummelspeck, denn dein Adipositas ist psychosenhaft bedingt. Logisch, dass ich bei dir suche, bis ich für deinen physisch problematischen Umfang jetzt den psychosomatischen Grund entdecke. Warte! Vereinfacht! Vereinfacht, viele glauben, dein Problem liegt hier, doch dein Problem liegt dort. Du bist nicht fett, weil du frisst wie ein Tier. Du bist fett aufgrund der Probleme in deinem Kopf. Und was kann ein Robert für Probleme haben? Um das zu beantworten, müssen wir einen kurzen Ausblick in sein Leben wagen. Aufgewachsen in Kreuzberg direkt vor den 10 Tagen, bevor 10.000 Schwaben gemütlich in den Cafés rumsaßen, versucht Robert Andrzejkovic, gestraft mit einem Eselsnamen, sich durch dunklen Säbelstraßen seinen elenden Weg zu bahnen. Oranienstraße 57, direkt am Moritzplatz, wächst Robert auf bei seiner Oma, die im zweiten Stock ihre Wohnung hat, und weil sie die Wohnung zahlt mit minimaler Centrente, plagen Robert seit frühester Kindheit irreparable Existenzängste. Warte! Und zwar Existenzängste, die meine These belegen. Menschen werden nicht fett, weil sie sich wenig bewegen, sondern wegen Problemen. Robert lässt sich jedes Sandwich mit Doppelkäse belegen, denn das Kauen tröstet ihn hinweg über negatives Erleben. Deswegen läuft Robert nachts spät zum Chinesen oder bestellt Steaks und Pasteten und verfrisst mit klebrigen Zähnen das Geld, das seiner Oma dann fehlt für ein geregeltes Leben. Wartet! Pass auf, er verfrisst das Geld, das seiner Oma dann fehlt für ein geregeltes Leben. Doch sie wird es ihm täglich vergeben und kümmert sich mütterlich. Und wenn ihr das nächste Mal darüber lacht, dass er fett ist, vergesst nicht, ihr lacht eigentlich über einen Typen, dessen Psyche zertrümmert ist. Denkst du, dein scheiß Leben erschüttert mich? Bevor du das nächste Mal freche Sprüche bringst, such dir besser einen Psychiater, weil nach diesem Desaster deine verkümmerte Psyche endgültig in die Brüche geht. Psychoanalyse beendet! Aber warte, was soll ich mich mit der dämlichen kleinen Glatzkopf messen? Seien wir ehrlich, du kannst nicht einen fehlerfreien Satz aussprechen. Doch Ben sagt, macht Lärm für diesen großartigen MC. Was für großartig? Ist es großartig, wenn ein Rapper sich 50 Mal pro Show verspricht, mindestens 3 Mal choked und alle 2 Bars den Flow abbricht? Ist es großartig, wenn ein Robert sich nach oben hochmogelt, bis ein Ben Salomo hoheitlich im Namen der Community Lob ausspricht? Ben will, dass ich verliere. Für ihn ist großartig, wenn einer seiner sogenannten Kings gegen mich gewinnt, weil es zeigt, was es für großes Potenzial in seinem verfickten Showkampf gibt. Doch du bist nur... Warte! Was es für großes Talent in seinem verfickten Showkampf gibt. Doch du bist nur sein Mittel zum Zweck, sein Promo-Witz, denn es wird nicht passieren, dass der Name Drop Dynamic gleichberechtigt neben dem Rap-Am-Mittwoch-Logo steht. Ben sagt, hol dir... Warte! Ben sagt, hol dir deinen Fame. Doch du holst ihn nicht, du holst ihm den Fame, den er nicht bekam mit seinem eigenen Chaos-Lose-Shit. Der Typ ist genau wie ich. Warte! Der Typ ist genau wie ich, als MC ein gescheiterter Opa jetzt, und ich weiß, dass du dir von ihm gleich die nächste Backpfeife abholen wirst. Denn wenn du mich disst, weil ich scheiterte auf dem Weg zur Krone hin, disst du damit gleichzeitig ihn, obwohl er dir jedes Mal noch 400 Euro Kohle in die Hand als Belohnung gibt.
Und warte, warte. Und was für großartig. Es ist großartig, dass kein Rapper durch Rapper Mittwoch hier einen Deal bekam und dieselben vier Namen im Finale stehen, weil kein Rapper mit Deal hier im Land die Eier hat, den Titel zu jagen. Rapper kommen nach Berlin, um Schwänze zu saugen. Schau, wer hier wer ist. Party hier, Party da. Sie glauben, dass es ein Push für ihre verbauten Karrieren ist. Vielleicht hab ich es nie geschafft, weil ich nicht saug wie ein Faggot. Guck, ich bin seit 2 Jahren in der Stadt und hab mit keinem Rapper Kontakt. Außer mit Harris, außer mit Noyce, außer mit Till. Die drei sind Freunde, aber du wirst gekillt. Shit! Okay, ja, ja, ich hab nen eckigen Kopf, aber glaub mir, mein Kiefer ist krank drauf. Versuch mir einen Kinnhaken zu geben und der schlitzt dir die Hand auf. Okay. In Runde 2 zerlegen wir das Image dieses wandelnden Klischees aus der Brandenburger Kleingemeinde mit all seinen Facetten in jedes seiner Einzelteile. Beleuchten wir zunächst einmal deine Trinkeskapaden und deinen angeblichen Alkoholismus, weil er im Stile eines Teenagers, der sich sein erstes V+ Energy gekauft hat, uns davon in jeder zweiten Zeile berichten muss. Also hört dich zu, was Finch Asozial als krasseste Suffgeschichte im Interview mit P6O einfiel. Warnung an alle Kinder, nehmt euch an dem nachfolgend Gesagten bitte kein Beispiel. EM 2016, unser Nils moderierte da ein Spiel für irgendein unbekanntes Drecksformat, der misslief im Livestream. Und im Laufe von einer Halbzeit trank der da nicht eins, nicht zwei. Der kranke Mutterficker trank 3 Bier! Den zwölf Zuschauern vor dem Stream schwant Böses, als er verschwindet und das Bild plötzlich einfriert. Doch Finch Asozial, nach dieser erheblichen Menge an Alk, schon beinahe im Delirium, wirft auf dem Weg ins Badezimmer um ein Haar den Geschirrschrank um, sieht mit verschwommenem Blick dem Tod direkt ins Gesicht, bevor er im letzten Augenblick das ätzende Gift in die Toilette erbricht. Doch Nils wusste, und das würden auch die erfahrensten Ärzte ihm sagen, nach dem Konsum von 3 ganzen Bier ist es mit ein bisschen Kotzen noch längst nicht getan. Also reißt er sich mit letzter Kraft hoch aus der embryonalen und ruft mit zitternden Fingern für sich selber den Rettungsdienst an. True fucking story. Und als der Sunny kam, rannte Nils direkt panisch schreiend raus. Doc, ich weiß auch nicht, wie es passierte. Mann, es artete gerade aus. Schneid mir, wenn's zum Überleben hilft, die Magenschleimhaut auf. Oder wenn du ein Ärzteteam einfliegen lässt, dem du ganz und gar vertraust, hab ich geschaut. Ein guter Landeplatz ist da auf diesem Haus. Wie stehen die Chancen, dass mein Körper diesen Schaden je verdaut? Und der Sanitäter sagte, Junge, schlaf dich einfach aus. Ey, ich meine, jeder kennt das doch, wenn man sich mit seinen Jungs zu viel Alk reinknallt und sie dir in weiser Voraussicht das Handy wegnehmen, bevor du irgendeinen emotionalen Scheiß an eine Alte schreibst. Wenn deine Kumpels dir dein Handy wegnehmen, dann nur aus Angst, du wählst wieder die 112. Ich meine, was würde passieren, wenn der wirklich mal versucht, eine Flasche Pfeffi zu exen? Rufst du dann gleich bei einem Notar an, um dein verficktes Testament aufzusetzen? Ey, doch das Geilste an der Geschichte kommt erst noch. Denn für diesen Absturz redet Finch sich im Interview noch raus. Denn vor dem Kotzen habe er mit einem Asiaten gesoffen und laut ihm trinken die ja immer wie Sau. Ach so, du meinst Asiaten, also diese meistens hochgewachsenen Menschen mit den riesigen runden Augen und den großen gelben Schwänzen? Stimmt, die sind ja bekannt für ihre angsteinflößende Immunität vor alkoholischen Getränken. Geht weiter. So viel also zum Thema, dass du bei Saufereien der King bist. Widmen wir uns als nächstes mal deinem Bauarbeiter-Image. Klar, dass du zu deinen Promoterminen in Blaumannkleidung hingehst, denn in Kombination mit deinem Proletengehabe wirkt damit dein Auftreten sehr stimmig. Und auch an dem eben besprochenen Abend hatte Nils aus Promo-Zwecken wieder den Blaumann an wie jedes Mal. Und nach der Nacht, in der er schlafend neben dem WC rumlag, musste er verkatert im Blaumann nach Hause laufen am nächsten Tag. Weswegen er zu Pisek sagt, dass das die peinlichste Situation in seinem Leben war. Ey Junge, was stört es denn einen Bauarbeiter, dass er verkatert im Blaumann nach Hause geht? Nichts! Doch dieses ganze Arbeiter-Image ist aus der Luft gegriffen und wurde dir von deinen beiden Herrschern da auferlegt. Dein Blaumann dient bloß als Kostüm, damit deine Zielgruppe sich mit dir identifiziert. Aber das da ist kein Vertreter der Arbeiterklasse. Nee, Mann. Hier riecht's immatrikuliert. Ey Leute, denn der Fitchie, der studiert!
Also, liebe Finch-Fans, reden wir jetzt mal Tacheles. Jeder von euch, der auf dem Bau arbeitet und denkt, dass Nils hier so ein Atze ist, mit dem man ordentlich einsaufen kann, wenn man ihn zufällig auf Montage trifft, muss ich sagen, das ist schwachsinnig. Denn wenn der seinen Bachelor hat, ist er euer Chef. Der Typ, der sich lieber im Büro den Arsch absetzt, für den euer Job und eure Kleidung peinlich, banal und albern ist. Und wenn jemand von euch wirklich mal angetrunken arbeitet, ist der Typ, der euch den Job wegnimmt und auf die Straße schickt. Jo. Und zu guter Letzt wird auch noch ein dritter Mythos ausgeräumt, denn nach deinem Battle gegen Davy sagst du ja stolz, du seist kein Kind von Traurigkeit. Wer also jetzt davon ausgeht, Nils Leben hier sei geballte Action, dem erzähle ich jetzt mal kurz von seinem härtesten Gewaltverbrechen. Ich auch aus dem Pisek-Interview. Das war eine Goldgrube, Alter. Ja, ey. Es ist jetzt ein paar Jahre her, unglaublich aber wahr. Da fängt er an, sich zu prügeln nach dem Saufen in der Bar. Er holt aus und gibt ne Gerade, doch sein Gegenüber ist robust. Und so dauert es nicht lang, dann geht Nils Schlüsselbein zu Bruch. Er geht nach Hause als Versager und schiebt übertrieben Frust, weil sein Gegner nur ein gottverdammter Autospiegel war. Ey Junge, mal ganz davon abgesehen, dass du in deiner Freizeit Autospiegel abschlägst. Ey, wie verkorkst ist bitte das? Aber Dicker, du hast ein One-on-One gegen ein parkendes Auto verloren. War das ein Transformer oder was? Jo. Okay. Was lernen wir also daraus, wie sich der kleine Nils verhält? Warum ist er denn in so einem schlechten Einklang mit der Welt? Mann, dass sich deine Aggression ausgerechnet an einen Spiegel richtet und du voller Wut zuschlägst, kurz nachdem du in ihn reinblicktest, zeigt der ganze Hass, den du so ausstrahlst, der gilt eigentlich dir selbst. Nils, denn du bist nicht der Schläger, der du vorgibst, hier zu sein. Du bist nicht der Arbeiter, der du vorgibst, hier zu sein. Und nein, du bist auch nicht der Säufer, der du vorgibst, hier zu sein. Was bleibt also außer ein paar wacken, kontroversen Zeilen? Junge, du bist nicht Finch asozial. Du bist Nils ganz normal. Ist doch so. Du bist Nils ganz normal. Sieh das langsam mal ein. Warum will Nils ganz normal bitte im Rampenlicht scheinen, auf Krampf immer ein Underdog sein? Frag dich mal, würdest du, wenn du selbst wärst, auf dem ansatzweise selben Bekanntheitsgrad sein? Die Antwort heißt... Time. Stabile zweite Runde von Clap. Ich trag die 13... nicht umsonst auf dem Rücken. Ich bin Atheist, ich will von religiösen Sachen nichts wissen. Glauben ist für mich dasselbe wie nicht wissen. Ich glaube an gar nichts, nicht mal im Traum. Und das, was jetzt kommt, geht an alle Moslems hier im Raum. Hallo, ich bin noch nicht durch. Aber wäre mal eine geile Alternative zu, seid mir jetzt alle ruhig. Liebes Gremium, liebe Geschworenen, wir haben uns heute hier versammelt, weil es um die Zukunft dieses angsthabenden Bastards geht. Dir werden folgende Straftaten zur Last gelegt. Anklagepunkt 1. Exorbitantes, schleimscheißerisches Eierleckerverhalten. 1a. Hör auf damit, auf Unsicherheit basierendem Schwänze lutschen, die anderen Rapper zu umgarnen. Hör auf, Battle by Basti auf Props zu antworten mit voll Danke und das von so einem großen Namen. Es ist ihm unangenehm, er hat auch keinen Bock, es dir selber zu sagen. 1b, bei der Battle Mania Legends waren hier auf der Bühne ziemlich viele große Namen. Gier hat seinen Abschied verkündet, alle haben geklatscht, aber fanden es natürlich schade. Hier oben waren Freunde von dir, ne? Battle Rap Homies und Weggefährten schon seit Jahren. Warum war der denn der Einzige, der aufgesprungen ist, um dich zu umarmen? 1c, Mighty Mo brachte gegen ihn im Battle eine Punchline, eine ziemlich gute und harte. Wenn ich vom Baum pisse, wachsen die Früchte wieder gerade. Und das war die Originalreaktion von dem Spaten. Aber hast du einen Schaden? Anklagepunkt 2, hinterlistiges, unsportliches Mistmenschverhalten. Kurz nach unserem ersten Battle, welches der Spasti da, wie man heute sieht, nicht ganz so gut verkraftet hat, war ich in der Battle Mania am 15.11.2014 im Halbfinale gegen den Fresh Polacken und er wollte mich natürlich verlieren sehen. Das ist in Ordnung, wir mögen uns nicht. Ich nenne dich Mongo, du nennst mich Kackspast, aber was gar nicht geht, ist, was du bei der Abstimmung gemacht hast. Ich habe es erst von hier oben mit meinen eigenen Augen und später nochmal auf YouTube gesehen. Der Hurensohn stand in der Crowd und hat die Leute aufgefordert, neben ihm die Hände bei mir wieder runterzunehmen.
Minute drei, 50 Sekunden. Man sieht ein paar Hände oben, ein paar Hände unten. Bei dir stehen 10 bis 15 Leute am Schreien und am Fuchteln. Das ist eine unkollegiale, neidische Schande. Du und deine Mutter mal übersäte, oversize tragende, Bierpong spielende American Pie Kinderbande. Hör mal zu, du Gesicht, Alter. Ey, wenn man selber nicht battelt, hat man zu versuchen, objektiv zu sein. Oder man hält sich wenigstens ein bisschen zurück, du Penis. Und stimmt nicht aus Prinzip gegen jemanden, den man nicht mag, und verfälscht hier so das Ergebnis. Aus persönlichen Eitelkeitsgründen, hier jemand seinen Auftritt zu vermasseln, ist nah am menschlichen Verrat. Ich habe das gesehen, du weißt auch haargenau, was ich meine. Denk einfach mal drüber nach. Anklagepunkt 3. Abgehobenes, verleumdendes Judas-Verhalten. Zitat aus unserem letzten Battle. Ich habe Angebote bekommen, damit man Shows mit mir dreht. Aber ich meinte, ich mache das nur, wenn Rapper Mittwoch dabei im Vordergrund steht. Okay, kurze Zeit später hat er ein Interview im Radio bei Rederei FM. Rederei FM? Er muss doch nicht jede Scheiße kennen. Auf die erste Frage vom Moderator, woher man ihn kennen sollte, antwortete er direkt: Ja, ich bin Bong Taggy, man kennt mich von deutschen Battle Rap. Schaban One-on-One, Basic Greg Pipe, Feuerwehr Deutschland, Brian Damage Diltily, Main Mo Atzenkalle von Rapper Mittwoch, aber dich kennt man von deutschen Battle Rap. Dicker, wenn ich Johnny wäre, hätte ich nach der Aussage direkt weggesmackt. Du hast hier insgesamt über 2000 Euro kassiert und 6000 Sticker, hast 10.000 Likes bei Facebook und willst sogar ein Album rausbringen, du Pisser. Ausnahmslos jeder, der dich kennt, kennt dich von Rapper Mittwoch, du Wichskopf. Du hast hier über 40 Videos draußen bei Diltily, 3 oder 4. Was ist denn bei deinen Aufenthalten mit den Jungs da passiert? Hä? Wenn uns jemand fragen sollte, woher man uns kennt, dann ist ja wohl Rapper Mittwoch das erste und einzige, was ich sofort nenne. Hat auch nichts mit sich selbst labeln zu tun, sondern damit, dass ich mein Sprungbrett nicht vergesse und meinen Support kenne. Ey, man kann richtig sehen und hören, wie er überlegt. Ne, wenn ich jetzt über Mittwoch sage, sind die von Diltily sauer. Ich will es aber jedem recht machen, ich habe keine eigene Meinung. Dicker, zu krass, du gibst jedem Spasti für alles Props, aber da vergisst du das. Don't let the label label Judas. Der vierte Anklagepunkt hätte daraus bestanden, wie er Scheiße gelabert hat, hinterm Rücken von Kapital und Z. Kapital hat's mitbekommen, ihn zur Rede gestellt. Richtig nett. Danach hat er sich bei Z schön entschuldigt, inklusive noch ein bisschen Hop-Hop weitermachen. Ich würde euch gerne erzählen, detailliert, wie es war, muss aber aus Zeitgründen mit dem Urteilsspruch jetzt weitermachen. Trotz allem, mein Sohn, trotz allem, bist du frei jedweder Schuld. Solltest du es schaffen, mit Da Vinci, Dr. Dave und Kevin MC eine vernünftige Frau klarzumachen. Mit Jonny, Gospel und Fresh Polacken einen erfolgreichen Werbespot für Schauma zu machen. Und mit Gian, Amar und Mighty P ohne Handtücher, ohne zu kotzen, einen Besuch in der Sauna zu machen. Und jetzt lachen wir wieder alle ganz laut aus unseren Kehlen. Aber ich habe mal eine ernste Frage zum Schluss. Was will der euch eigentlich über mich erzählen? Dicker, Mutter alleinerziehend, Vater kein Kommentar, Liebling im Kindergarten, im Fußball der Star, der Beste in der Klasse, aber in Sachen Mädels bittere Pillen geschluckt. Im Alter von 15 hat sich mein damals bester Freund als verkappter neidischer Rassist entpuppt. Konnte mit 18 nicht richtig zwischen Fußball und Party machen wählen. Aber die Frage bleibt dieselbe. Was willst du mir denn erzählen? A-Jugend Bundesliga gespielt, sitzen geblieben. Ein Jahr später kommt ein guter Freund von mir tragisch ums Leben. Ausbildung gemacht, Sachen geklaut, Sachen verkauft. Von dem Geld Amok mit den Jungs ins Casino. Sachen erlebt, die kennst du nur aus dem Kino. Versuche auch nichts hier von deinem Glanz zu stehlen. Aber was willst du mir denn erzählen? Strom abgestellt, beim besten Freund pennen auf dem Sofa, vierstellige Summen verzockt und das jeden Monat, aus der Wohnung geflogen, Familie und Freunde belogen, 2 Schichten am Tag, eine davon im Blaumann, um 4 Uhr morgens quälen. Also was willst du mir denn erzählen? Zeitarbeit, Sachbearbeiter, Barkeeper, Barista, Calaratiada, Mallorca, irgendwann mal bin ich beim Trägerverein ambulanter Hilfsdienst im Ehrenamt. Aber die Frage bleibt dieselbe. Was will der mir denn erzählen, verdammt? Ich habe in meinem Leben mehr behinderte Menschen betreut, als du überhaupt Kollegen hast. Und du Hurensohn nimmst dir allen erst das Recht raus, über P6 Umgang mit seinem Tod Vater und seinem toten Bruder zu reden? Benjamin, du hast Geschwister, denen es gut geht und 2 Elternteile, die dich lieben und leben. Abgesehen hiervon ist deine ganze Familiensituation ein einziger Segen. Das waren krasse Worte von dir gegen Pisek, die gesessen haben. Der juckt mich nicht, aber das war sicher krass, denn du machtest nämlich so einen der krassesten Spitterblatt. Aber halt deine Fresse, wenn es um Sachen geht, von denen du nicht den blassesten Schimmer hast! Sag mal, hast du das Leben des Brian nicht geguckt? Dass du das mit den Wolfszitzen-Chips nicht gecheckt hast? Richtig beschränkt. Du bist wirklich die personifizierte Inkonsequenz. Und dann
Denkst du, du landest gegen mich mit Fight Club-Treffer? Hau mal bitte mit dieser scheiß Referenz ab, Mann. Ich häng mit Affen im Weltall und mach Seife aus Rappern. Und ich hab mir in der Vorbereitung mal wieder keines deiner Battles angeschaut, doch hab trotzdem Angles zuhauf. Also dachte ich mir, der Dicke mit dem hässlichen Pflaumen, der sich mit Frauen, Klepp weiß das auch, natürlich nur trifft, um DVDs anzuschauen, klärt dich mal auf. Bei diesen Battle-Events sind ja immer so zu 90% Männer im Raum. Sich da regelmäßig an die paar weiblichen Fans heranzumachen, ne, echt nicht so schlau. Und dann auch noch auf so eine schmierige, penetrante Art, Mann, was denkst du dir auch? Ich hab aus erster Hand so viele Geschichten gehört über dein Verhältnis zu Frauen. Da dachte ich mir mal wieder, da mach ich gleich eine ganze Konzeptrunde draus. Ey, boy, bist du Made. Da du ja laut eigener Aussage so viele Weiber am Start hast, wollte ich dich einfach mal fragen, wen willst du eigentlich verarschen? Erinnerst du dich noch? Einmal bei RAM war so ein Kamerateam da, die drehten einen Beitrag für Arte. Es war ein kleines Format, die haben Bomteggi interviewt und verbrachten dann da einen gemeinsamen Abend. Unter anderem mit einer jungen Moderatorin, an die du dich mehrfach über den Abend verteilt heranmachtest. Doch die Peinlichkeiten begannen schon am Anfang, da hatte Teggi für die Kamera gerade eine Cypher gestartet. Und in dem Moment sahst du deine Chance. Aber vielleicht sind deine sozialen Kompetenzen noch etwas eingerostet, wenn du dann in die Cypher kommst, auf sie zeigst und original rappst. Hey, was ist das denn für eine geile Fotze? Der kleine Trottel, das hat er wirklich gesagt. Und ich will den Scheiß auch gar nicht wie ein Moralapostel betonen. Ich will nur sagen, geile Fotze ist Virus' erster Impuls, wenn er sich fragt, wie imponiere ich einer Arte-Moderatorin? Woche für Woche über deine erbärmlichen Annäherungsversuche so viele Anekdoten zu Ohren. Ein 16-jähriges Mädchen hat mal bei Mayhem Cynic getroffen und fragte ihn nach einem Foto. Virus stand in der Gegend, ließ sich die Kamera gegen und hat das Foto für sie kurz geschossen. Und was auf diese Situation unmittelbar folgte, ist an Erbärmlichkeit wirklich nicht mehr zu toppen, denn dann hast du sie knallhart gefragt, ob sie denn jetzt nicht auch ein Foto mit dir machen wolle. Und das war nicht mal im geringsten ironisch, ey, was ist mit dir los, Kind? Und danach hielt der Typ noch einen ewigen Monolog über seine Battles und sich selbst und das Ganze fühlte sich für sie so an, als wäre ihr gerade der Fuß eingeschlafen, nur dass du nicht so leicht abzuschütteln bist. Und in Hamburg letztes Jahr, da hast du dich ja an die damalige Dill-Tilly-Praktikantin rangemacht, ne? Und gab sich ihr gegenüber als sophisticated Entrepreneur. Da habe ich schon gelacht. Doch als du sie dann vor versammelter Mannschaft mit Breakdance-Moves beeindrucken wolltest, dann nahm das Ganze einen komischen Turn. Keiner fand das krass. Doch dann kam irgend so ein random Dude vorbei, hat kurz einen Backflip aus dem Stand gemacht und damit deine gesamte Performance zerstört. Und in Berlin hast du es bei ihr dann nochmal probiert und warst mal wieder äußerst penetrant. Und auf einmal hieß es plötzlich, ruft ihr Freund sie gerade an. Oh. Fun Fact, sie hatte weder einen Freund noch hat ihr Telefon geklingelt. Sie hatte einfach das Gefühl, irgendwie dem scheiß Gespräch entkommen zu müssen. Virus, was willst du denn noch? Ey, es ist paradox, denn du musst zwar ständig baggern, doch wirst dann mit einer Armlänge Abstand auf die Schippe genommen. Oh. Also Girls, seid gewarnt. Ist der Virus erstmal rollig wie die Curls in seinen Haaren, ist es schwer zu widerstehen. Es ist schwer zu widerstehen, wenn er seine minutiöse geplanten Flirt-Moves auspackt. Von Pickup-Artists hat er gelernt, welche Wörter er sagt, auf möglichst gewöhnliche Art. Ein kleiner Kniff in die Taille, ein bisschen Körperkontakt. Und so erkennt man dann immer, wer es am nötigsten hat. Und mir geht es hier gar nicht nur darum, mich darüber lustig zu machen, dass du es nicht schaffst, obwohl es dein größter Wunsch zu sein scheint, einmal echte Groupies zu haben. Mir geht es hier nur darum, dir einmal ganz unverblümt mitzuteilen, dass es Frauen gibt, die dich für einen, ich zitiere, übergriffigen, perversen Wichser halten. Also fick dich einfach! Mann, Virus, kein Witz, ich peile es echt nicht. Ist überhaupt noch irgendetwas heilig für dich? Bei deinem ersten BMCL hattest du ja noch eine Freundin und die kam zum Live-Battle mit. Dann hat Alia Franc gegen sie ein paar Zeilen gekickt, woraufhin du mehrfach auf sie gedeutet hast. Du aller, ja hier, dann fick sie doch gleich ins Gesicht! Du hast deine Freundin als Schutzschild benutzt und darauf geschissen, wie es ihr damit eigentlich ging. Und das war der Moment, in dem ich realisiert habe, was für ein erbärmliches Stück Scheiße du bist. Mann, ein bisschen Reue wäre da schon bitter nötig. Also tu nicht so, als wird das hier nicht hingehören, denn du bist so ein verfickter Pöbel, dass es nicht mal in Französisch ein bisschen schön klingt. Pöbel, fick dich. Time. War das schlecht. Du sagst no
whole top tier wants to battle you. Schade, das sieht man ja jetzt. Und übrigens, dieses Drogending, ja, das ist totaler bescheuerter Scheiß, ja. Ich bin mit den Nierensteinen geboren, das weißt du. Ungefähr du mit deiner Weckness genau das Gleiche. Jetzt immer zu. Im Jeder vs. Jeden Battle sagte ich, ihr habt keine Chance gegen mich. Das weißt du doch auch. Spittest du eine gute Line, bleibt es nur geil für die Crowd. Denn für YouTube, da schneide ich dich raus. Nein, nein, da schneide ich dich auf. Du bist mehr als nur beleidigt, missbraucht. Du wirst zerfleischt und verhauen. Und jeder peinliche Lauch, der dich feiert, kriegt's auch. Die Crowd. Ich meine es jetzt auch nicht ironisch. Organe, gesplattert auf dem Boden, bis hier überall mehr Herzen zu sehen sind, als in deinem Chatverlauf mit Honig. Yo, der Real Talk, ich kenne ihn schon ewig lange. Weit vor man ihn in dieser Szene kannte. Er war ein Münchner Bubi, der große Pläne hatte, doch nie was in Bewegung brachte. Völlig fehl am Platz, auf Rap machende Leseratte. Dicke Brille, Strebermatte. Zu viel Speck auf jeder Backe und Sohne auf Paulana, Spezi, getankte Megabampe. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Dann haben wir ihn den Weg geschaffen. Kannst uns für dein Fame und für deine Knete danken. Na gut, was für Fame und Knete, Schwachsinn. Aber du kannst uns für deinen Lebensabschnitt und vielleicht sogar ein bisschen für dein Mädchen danken. Denn früher wollte sie dich nicht, ne? Sie wollte lieber einen Mann. Dann wurdest du in unserer Liga bekannt und tja, na, sieh einer an. Wo bist du? Wo bist du, Pizzi? Ich mag dich ja wirklich sehr. Damit fange ich lieber nicht an. Du läufst nicht den Fame hinterher, auf keinen Fall. Ich meine, sonst wärst du ja mit Nidal zusammen. Denn kaum fühlte sich deine Freundin von dir angezogen, wurdest du anscheinend auch von ihr angezogen und damit meine ich ihre ganze Garderobe. Ja, du warst damals wohl zu gammelig für Honig. Sie gab dir eine ganz andere Mode, hat deinen Style weiter geprägt, Mann. Fehlt nur noch ihr Eyeliner und Make-up. Du denkst, du bist ihr Freund, doch du bist nichts weiter als ihr persönlicher Altkleider-Container. An einem Tag, vom Underground-Rapper zum Backstreet-Boy-Star. Auf einen Schlag, die engen Klamotten, das hässliche Haar. Du durftest scheinbar keine Baggies mehr tragen. Auf einmal deine Cappies für den Arsch. Ist echt nicht normal. Ihr haltet heute Händchen im Park und schaut aus wie ein lesbisches Paar. Als Nick, gut, jetzt seit einem Tag bist du eine hässliche Lesbe mit Cappy und Bart, super. Lesbe und Bart. Jo, als nächstes holst du dir kein Bier mehr, sondern Sekt an der Bar. Hättest am liebsten Pizzis kleines Täschchen umarmt. Das ist kein Transenwitz. Was du mit deinem Körper machst, ist mir jetzt endlich egal. Doch du verwandelst dich von Brian zu Brianna und checkst es nicht mal. Du verlorst in den letzten paar Jahren mit deinem Fett auf deine lässige Art. Wirkst eitel. Und es passt mir nicht ins Bild. Du bist wie Weed. Je weniger du wiegst, desto weniger kann ich mit dir chillen. Oh, oh mein Gott! Und oh mein Gott! Zum Beispiel, wie du über deine eigenen Freunde lästerst. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Der eine ist für dich eine Bitch. Der andere kriegt sich nicht in den Griff. Ich könnte jetzt dafür sorgen, dass der halbe Raum dich hasst. Zum Glück bin ich keine Snitch. Aber Harry Crotch wohnt in deiner alten Wohnung. Rob Skewer darf deine alten Kleider tragen. Schön, dass die zwei wenigstens noch irgendwas vom alten Brian haben. Und mir hinterlässt du nichts, außer ein bisschen Wut im Bauch. Das einzige Alte, was ich von dir mal besitze, ist vielleicht die Alte. Aber lass uns nicht zu weit in die Zukunft schauen. denn ich vermisse den echten Simon, der mir gefällt, dem ich vom Anfang an vertraut bin. Nicht den jetzigen Simon, der sich verstellt, nur weil andere im Raum sind. Und ich weiß, das ist nur Show. Du spielst nur diesen Hampelmann beim Auftritt. Doch heutzutage wirkst du so, als ob Hannos Kamera nie aus ist. Unglaublich. Ja, ehrlich einfach. Wie so ein richtiger Spast. Ungefähr so, wie wenn du für uns immer diese Interviews machst. Und ich mich... Wenn du diese Interviews machst und ich mich jedes Mal frage, wer ist hier der Host, wer ist hier der Gast? So wie das eine Mal mit Falk Schacht, Homie, da wurde dein Part mehr von Falk übernommen als Kobis. Oder das Kollege-Interview. Darauf hat er sich jahrelang gefreut, ne? Ich telefoniere voll oft mit Kolle. Ja, er mag mein Zeug, ist voll der Fan von mir, quasi schon mein Freund, ja. Aber als er dann da saß,
hast du auf seine Props gewartet, ne? Sogar danach gefragt, es dann bereut, weil keine kam und es peinlich war, als man beide sah, du warst enttäuscht. Ich meine, schaut euch das Interview an, wie es ihn wahnsinnig macht. Ich schwöre, Hanno und ich haben uns hinter der Kamera fast den Arsch abgelacht. Ich meine, am Telefon, da fand er dich auf jeden Fall noch gut. Aber als ich dann traf, sah er dich als Spast, sonst schädigst du seinen Ruf. Das ist wie wenn du blau machst. Der Boss denkt nur, dass du sick bist, weil du am Telefon so tust. Du sagst, du fickst im dritten Part mein Leben? Ist ja gut. Du fickst jeden Tag mein Leben. Das ist nun eben mein Beruf. Denn vor Diltily war ich ständig am Schreiben. Ich habe auf Events gespielt. Du warst Fan von mir, Brian. Ich habe die Booth vernachlässigt, um deine Battles zu schneiden, deine Bühnen zu buchen, deine Matches zu leiten. Ich saß Nächte vorm Rechner, um euch Brian Damage zu zeigen. Und das Resultat ist jetzt endlich nur Scheiße. Denn ich machte dich zu nieder als Gegner. Du bist kein Titelträger, also was? Ich habe mehr für deine Rap-Karriere getan als für meine. Und du hast trotzdem weniger geschafft. Personals und alle Angles, die du hast. Ich ende mit dem Fakt. Wir machten Brian Damage hier bekannt. Ohne mich wärst du nicht länger relevant. Bloß der kleine, nette, fette Simon, den keiner kennt in dieser Stadt. Und deswegen wünschte ich, hätte damals dein kleines Talent niemals erkannt. Bitch, jetzt kannst du auf deine Konter scheißen. Das ist die Monty Python, das Leben des Brians von einem Engländer gemacht. Teil. Ey, yo, Bullshit mit MF Doom. Was auch immer du gerade gesagt hast, ergibt halt keinen Sinn. Hast du ein Glück, dass ich so schlecht in Freestyle-Kontern bin? Digga, und deine Lügen hier eben gerade, ey, wie cool die doch waren. So unsympathisch, wenn ich dich ansehe, hab ich spontan Bock, mit Jolle in den Urlaub zu fahren. Aber jetzt mal ganz was anderes. Du sagst ja, dass du auf Seelenstriptease und gerade auf private Stories auch nicht stehst. Ja? Hat Lyri je darum gebeten, dass du seine Frau erwähnst? Bringst Lines über Beziehungsprobleme, sagst du wirst die beiden entzweien und hebst theatralisch die Hände? Denn die Beziehung von Yoshi und Sandy ist jetzt nach 12 Jahren zu Ende und... Ey, die beiden haben geheiratet. Die Liebe war also doch nicht so zerrüttet, wie du denkst. Aber Robin... Hättest du die beiden wirklich auseinandergebracht, wärst du jetzt ein glücklicherer Mensch? No. Denn wenn es um die Intimsphäre der anderen geht, nimmt Rob Skewer die Prinzipien nicht so ganz konkret. Hauptsache ihm selbst gelingt es, dich zu halten. To obscure heißt auf Englisch verschleiern. Und es sagt so viel über solche Missgestalten, wenn sie ihr Gesicht zu zeigen schon für einen Striptease halten. Und deswegen liebt er den Scheiß. Denn dann kann er endlich über Merlins, Zitat, Scheißleben bis ins Detail gehen und über seine Beziehung mehr preisgeben, woraufhin er sich dann hämisch reckt. Aber bring ruhig Suizidbars gegen Merlin. Erzähl, was geht in seinem Ehebett. Aber was bringt dir das, wenn er selbst nicht über dein, sondern um sein verficktes Leben rappt? Yes. Du verarschst Protons Stammkneipe und die Malocher neben ihm am Tresentisch. Enthüllst Stories über Prottis exzessive Partys, auf denen du nie gewesen bist. Geil, lustig. Prottis Alkoholikerleber, das Herz geht auf Pumpe, das gegerbte Gesicht, die gelben Finger, das Rasseln der Schwerraucherlunge. Und deine Witze über sein Aldi-Wodka bescheren dir am Ende auch die Mehrzahl der Punkte. Und trotzdem ist Protti das, was du noch nie gewesen bist. Einfach ein ehrlicher Junge mit dem Herz auf der Zunge. Dazu passt, wie er eben gerade angesprochen hat mit Hamburg, dazu passt, dass du, wenn du mit ihm in einer Gruppe laberst und kiffst und er merkt, es geht nicht mehr um Battles, sondern es ist ein Privatmensch, der spricht, er plötzlich nur noch sehr gespannt da sitzt und nickt. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein.
Im Kopf spannt sich bereits die Zwille, doch der Mund befiehlt sich, still zu sein. Nur kurz legt sich, als hätte er begriffen, vor einem Wimpernschlag ein kurzes, kaltes Lächeln auf die Lippen. Und ihr hängt noch rum und könnt in der Kneipe korrekt noch einen kippen, aber irgendwann geht Robin auf Toilette, um zu pissen und um den Kuli und das kleine Zettelchen zu zücken. Und eines Tages schreibt Jamie, Robin würde um ein Battle mit dir bitten. Und dann wird er dir ein Messer in den Rücken zwischen deine Lendenwirbel drücken. Aber jedes Tattoo von Jarambo, bei dem du über das Aussehen lachst, jede Anzeige von Davy, jede Party-Story von Protti, die du vor der Crowd entlarvst, jeder Fehlschlag da draußen in Merlins Leben, an dem du dich berauschen darfst, ist letzten Endes nur ein Abend, an dem du selbst zu Hause warst. Ist das Tier in dir erstmal gezähmt und gestriegelt, die Bodenheizung an und das selbst abgesteckte Gehege verriegelt, muss Robin schadenfroh schnauben, wenn der Winter draußen im Wald die ersten Leben besiegelt und draußen jemand frierend in den Gegenwind stiefelt, während Robin hinter der Scheibe lächelnd dabei zusieht, wie der Schnee runterrieselt. Und ist da draußen mal jemand zusammengebrochen und die Leere in dir rückt dir gegen Abend zu Leibe, klopfst du von innen und schreibst Bock auf ein Battle auf die von deinem warmen Atem beschlagene Scheibe. Robin, wenn das Leben mich mal fickt und du mir durch den Türspion zusiehst, wie mir das Wasser schon in den Kniekehlen sitzt, werfe ich dir, bevor ich untergehe, noch ein bisschen Popcorn durch den Briefkastenschlitz. Robin, deine Battles, was sagen die aus über dich? Du machst dich über Lyri lustig, weil er einen Freundeskreis hat, der ihn laut unterstützt. Du armer, armer Mann, gibst ihm für die Beziehung mit seiner Frau ein paar Tipps, nennst ihren Namen, verarscht ihr Tattoo, breitest die Probleme zweier sich liebender Menschen lächelnd aus auf dem Tisch. Aber wenn du zu Hause in das Rohr von deinem Staubsauger bickst, merkst du dann endlich, wie traurig du bist? Und ich war so gespannt, was er über mich als Menschen erzählt. Dachte mir, wahrscheinlich weiß er was. Robin hat sicher noch einen Joker. Ich hätte euch auch gern was über seinen Charakter erzählt. Aber ich sehe ihn leider nur durch den Schlitz in seiner Burka. Und du sagst dir, du seist Misanthrop. Und das drohe deine Kontenance ja ständig zu gefährden. Aber würde sich der Mensch, den ich am besten kenne, wie ein verbitterter, prinzipienloser Wendehals gebärden, dann würde ich wahrscheinlich auch zum Menschenhasser werden. Letzte Line. Ja, es stimmt, ich model. Und was von dir preiszugeben, fehlen dir ja leider die Eier. Ja, ich verkaufe meinen Körper, doch mein Geist ist ein Freier. Denn fuck, ich muss meine Miete zahlen. Und lieber fliege ich um die Welt, um für irgendwelche Kollektionen von irgendwelchen Marken zu werben, als ständig Schiss haben zu müssen. Jedes ehrliche Wort hier könne meinen Status gefährden. Und dann selbst irgendwann vom Menschen zur Marke zu werden. Also komm zur scheiß Fashion Week und guck mir ruhig zu. Aber mein Geist ist dein Freier. Die Nutte bist du. Er sagt, Robski und ich wären es nicht wert, gegen ihn anzutreten. Aber als er das letzte Mal als Host hier stand, sagt er, ich bin Fan von beiden und feiere beide extrem. Yeah. Ich bin Gottverdammt nochmal zurück. Und das bedeutet für euch, ihr braucht nicht länger nach Alternativen zu suchen. Jetzt kommt endlich wieder das Original aus dem Pott angefahren, um diesen Nieder von der Bühne zu putzen. Das ist mal fucking Lyri aus Krupplen. Der Typ, der sich durchtritt, den Fidget Spinner. Das lyrische Pendant zum Mittelfinger, der Midget Killer, der meist Zicker spittet, als hätte er würfligen Husten. Mit jeder Punchline so bedeutungsschwanger, als hätte ich sie künstlich befruchtet, kann ich es einfach flüssig bringen. Während man bei Nieder das Gefühl hat, man würde in der Wüste verdursten. Aber dazu erstmal später. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem YouTube-Tutorial, wie zerfickt man einen unverdienten Titelträger in unter 15 Minuten. Herzlich willkommen.
Ey, selbstgestandene Rapper kommen zu mir und fragen, ey, wie machst du das immer? Diese ganzen Wichser zu killen scheint immer wie ein riesiger Aufwand. Ich sage, ach, easy. Papalapap. Auch diesmal ist mir wieder schnurzpiep egal, was dieser Nieder da auspackt. Ich mache dieses Match hier nur, um mich selbst zu feiern und meinen Eltern zeigen zu können, wie gut ihr Sohn damals in diesem Titelmatch aussah. Aber Nieder, jetzt glaubt man nicht, dass deine Gegenwehr hier irgendwas ausmacht. Ich schwör's dir, deine Titelkarriere wird kürzer als die Leistung von einem Chief auf dem Laufband. Ich meinte zwar nach meinen letzten Battles, ich brauche einfach eine Pause. Nun. Aber was ihr dabei alle nicht checkt, 4 Wochen bis zum nächsten Battle sind für Lyri einfach genügend Zeit, um sich ausreichend auszuruhen. Und deshalb komme ich in diese Cypher gerast, um mir den Titel zu nehmen. Step kurz in diese Bitch und fick diesen Nieder mal eben fitter denn je. Hm. Und das bedeutet, dieses Battle wird für deine Karriere sowas wie der Pausenknopf. Denn dich mit Punches zu bearbeiten, ist so, als wenn die Faust von Gott auf ein bisschen Schaumstoff boxt. Plötzlich kommen deine Augen aus dem Kopf, bis du Clown da hockst, wie ausgestopft und die ganze Crowd geschockt, staunend glotzt und ein Gesicht macht, als verteilte ich gerade ein paar saure Drops. Hm. Er so, ey, yo! Ich so, oh, nee! Ey, bei Nidal ist alles darauf ausgelegt, vor Publikum hart und brutal zu erscheinen. Aber es ist doch der selbstsichere Nidal. Er steht immer hinter seinen komischen Ansichten und hinter seiner spastischen Meinung. Den wollt ihr eigentlich verarschen, ne? In einem Teammatch der Gebrüder King kriegen die beiden so eine Punchline ab. Und Nidal macht so und schüttelt den Kopf, um zu zeigen, dass er keinen Respekt gibt. Meinte hingegen feiert und zeigt auch, dass die Line doch ganz tight und fresh ist. Nidal. Nidal sieht das und plötzlich kann man erkennen, wie dieses dressierte kleine Äffchen ganz plötzlich seine Meinung wechselt. Und dann wird diesem Mighty kräftig doch noch beigepflichtet. Das ist dein wahres Gesicht, Junge. Und ich hoffe, dieser Fakt ist dir peinlich. Damit zeigst du nämlich nur, wie du wirklich immer hinter deinen Meinungen stehst und wer in eurer Beziehung wohl der passive Teil ist. Das bist nämlich du, Alter. Wer in eurer Beziehung wohl der passive Teil ist. Aber trotzdem macht er auf breit und bedrohlich. Und so einer besteigt jetzt den Thron. Aber wir können uns auch alle noch an den kleinen, unsicheren Nidal auf dem Splash erinnern mit nicht mehr als nur einer Sidekick-Funktion. Ja, der aussah, als hätte sich Moritz in dem missglückten Genexperiment einen zweiten, noch hässlicheren kleinen Mighty geklont. Junge, du warst von Anfang an niemals etwas Eigenes. Nein, du wurdest an seine Seite geholt. Und bevor du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Battle-Rapper zu werden, brauchtest du einen deiner Homes, der dir zeigte, wie man für ein Live-A-Cappella-Battle richtig schreibt, actet und seine Reime betont. Junge! Und deshalb scheiße ich auf dein ultraödes Rumgepöbel. Junge, du bist unterwürfig wie ein dummer Köter. Denn wenn Mighty sagt, lutsch den Dödel, dann lutsch du Dödel. Oder warum wirst du sonst von jemandem, der immer real ist, von seinen Gegnern verlangt, für deinen besten Kumpel plötzlich zur Soufflöse? Hä? Ich frag nochmal. Aber macht euch keine Sorgen, hier endet alles, denn diesen Loser töte ich. Scheiß auf Gebrüder King, hiernach nennt sich Mighty nur noch Bruder König. Und ich habe dein Foto gesehen, was du ins Internet gepostet hast, ne? Junge, das hier ist ein Rap-Battle. In der Vorbereitung bringt es dir nichts, gegen den Sandsack zu hauen. Und wen willst du eigentlich verarschen, wenn du mit deinem grimmigen Blick immer in die Kamera schaust, benimmst du dich so behindert, dass ich langsam mal glaub, deine Mama hatte bestimmt ein Trittmichschild an ihrem Schwangerschaftsbauch. Aber ey, das ist das Titelmatch. Ich will gar nicht über seine Mutter reden. Aber die hat ihn immer fallen gelassen und meinte, ach, das geht noch, 3-Sekunden-Regel. Was? Sag mal, Nida, wie fandst du die Line jetzt gerade? Geht so? Ist das deine Meinung oder willst du dich nochmal umdrehen und lieber nochmal Mighty fragen? Wie ein Schwinger mit vernichtender Härte. Hier lachtet Nieder nicht mal für seine Sippschaft zum Gewinner der Herzen. Denn heute zerbricht dein Image und deine gespielte innere Härte. Denn ich bin zwar keine Mullbinde, Nieder, doch mit mir verbindest du Schmerzen. Oh,
Mighty, du willst mich fronten? Was ist an dem Bild fehlerhaft? Sehen wir mal. Ich fing mit 15 an zu rappen, mit 16 gewann ich Battles und machte nicht nur jeden Gegner platt, sondern riss komplette Läden ab. Dein größter Erfolg kam im Alter von 25 in Form des schlechtesten Battlemania Champions League Battles, das es bis jetzt gegeben hat. Bevor du mich schlägst, schläft Saddam mit Bin Laden im Weißen Haus. Vor den Augen von George Bush, während Obama ihm die Eier krault. Weiber wie deine Pia hole ich mir jedes Jahr ins Haus. Lass sie 2 Wochen geschmückt in der Ecke stehen und werf sie aus dem Fenster wie ein Weihnachtsbaum. Und ein Sorry vorweg an jeden Pazifist für den makaberen und schwarzen Shit, der den Versager ins Nirvana schickt. Und glaub nicht, ich bring zum Battle Gnade mit. Ich geb den harten Tritt oder schlage dich mit einer geraden Bitch, so dass deine Nase bricht. Und falls mein Haken in deinem Arschgesicht ins Schwarze trifft, schickt er dich, wenn du nicht allabendlich auf dem Straßenstrich am Blasen bist, dahin, wo dein Vater schon seit Jahren ist. Ich komm mit Dathan Young und Aramis. 3 Tage dich total bekifft auf Cannabis. Mr. Miyagi-Shit, gib den Kranich-Kick wie Karate-Kick, der macht, dass du deinem Vater triffst. Yeah. Im Jenseits angekommen, siehst du ihn alleine in der Ecke liegen vor seinem 10. Tequila. Fängst an zu weinen, wirst gekitzelt von deinen eigenen Tränen am Kiefer. Rennst mit ausgestreckten Armen auf ihn zu, sagst, endlich sehe ich dich wieder. Und kurz bevor du seine offenen Arme erreichst, belebe ich dich wieder. Yeah. Du musst damit leben, ihr seht euch nie wieder. Also erzähl mir nicht, du seist ein Gangster im Hood mit einer Schwester im Puff, Alter, die schreckliche Foot ist so hässlich. Mit 23 macht sie sich ihr Jungfernhäutchen selber kaputt. Wirklich. Und du? Du bist so ein hässlicher Hund. Wegen deinem Arschgesicht steckte dir deine Mutter schon zu Kindertagen die Zäpfchen im Mund. Und deine Musik hat weniger Befürworter als Kindersoldaten. Wie Jimmy Blue oder Wilson Gonzalez, sie will keiner haben als richtigen Namen, denn sie ist abstoßender als ein Axel Habusch aus den 70er Jahren. Ich gewinne Gold und klau meinen Kontrahenten die Silberpokale. Ich bring Panik in dein Viertel wie die Killer-Tomaten und klatsch dich ruckzuck aus den Latschen, so wie Prinz Nassim Hamid. Ich hab den schwarzen Gürtel im Pimmelkarate. Deine Braut wird von mir umgarnt wie eine Rinderroulade. Sie findet mich süß wie Milchschokolade, will mit mir schlafen, denn ich mach sie Billy Boy tragen, schaff wie Chili con Carne und lass sie schneller kommen als Speedy Gonzales. Beim Akt schreit sie so Sachen wie, der Himmel soll warten. Ihre unschuldige Lustgrotte verwandelt mein bestes Stück in eine Himbeerbanane. Sie nimmt sich die Schale, verzehrt das Ejakulat samt Fickresultate. Wie Kinder zum Nachtisch Vanille mit Sahne und es endet mit den Worten, ich will noch was haben. Und sie... Krieg dir einen Nachschlag! Und glaub mir, mein Freund, deine Pia ist dankbar für die Pina Colada. Es ist klar, dass du nach dem Battle stark depressiv in der Klapse endest. Als ein Fall, an dem selbst renommierte Psychiater dran scheitern, denn der München-Trip wird für die Berliner Bitch zum Karriereende. Sebastian Deißler. Runde 2 hast du auch verschenkt, du hässlicher Peter. Denn du hast eben gesagt, Mutter ficken ist scheiße, aber Freundin beleidigen geht klar. Ja. Genau.
Ich hoffe, ihr habt Bock auf die letzte Runde von diesem Ich setze einen Fuffi drauf, Niederlandet niemals in den Charts-Rapper. Jetzt kommt meine letzte Runde gegen diesen Ich sag am Ende von Part 1, in Part 3 fick ich dein Arsch-Rapper. Ey, das hier ist der letzte Abschnitt vor deinem Ende. Schluss, Mann, noch ein Part lang mach ich dem Champion Druck und schick dich vors jüngste Gericht, das dir zeigt, es liegt ein schmaler Grat zwischen Unsterblichkeit und Exitus. Ey, gleich wird die Entscheidung fallen. Einer von uns wird Champion und den anderen sehen wir lange nicht wieder. Ein Kopf wird rollen und der andere Kopf spiegelt für das nächste Jahr das Gesicht dieser Liga. Ich werde uns noch einmal gegenüberstellen und am Ende neben dir aufblühen wie eine Orchidee, denn im Gegensatz zu dir habe ich mich von unten hochgekämpft, jede Liga unterstützt und gezeigt, dass ich zu meinen Worten stehe. Ich kam mit nichts hierher, ohne Erfahrung, folgte einfach nur der Nadel des Kompass, ohne Masterplan, ohne Partner und ohne einen Supporter. Du performte sofort auf dem ersten Splash deines Lebens deinen ersten Text in der Szene und hattest somit deinen Einstieg in dieses Battle-Rap-Leben an der Seite des zu der Zeit Besten der Szene. Und dass du und Mighty in meinen Augen die Besten seid, dazu stehe ich, da gibt sicherlich keinen Respekt, der mir fehlt, aber das Blatt wendet sich heute, denn der Beste ist der, der den Besten schlägt. Aber Zeiten ändern sich. Und ich finde, inzwischen ist dieses Traumweltäffchen doch der falsche Ansprechpartner, um das Titelmatch hier auszufechten. Ich meine, vergleicht man unser letztes Jahr, dann stehen hier 2018 zigmal rasiert gegenüber ein Jahr lang auf der faulen Haut gesessen. Ey, das ist mein Ernst, Nip. Du bist hier inzwischen entbehrlich. Denn sind wir doch mal ehrlich. Joshua, Hamilton, Mayweather und selbst dieser muttergefickte Champion im Erklimmen von Berggipfeln verteidigt seinen scheiß Titel öfter als jährlich. Ey, heute stehst du hier am Ascheregen. Du kommst nicht mehr battlen, denn du willst jetzt Musik machen und von Platten leben, Patte zählen, struggle eben, aber wenn du diese Szene respektieren würdest, dann hättest du deinen Titel für vakant erklärt und abgegeben. Wow. Es hätten zig Leute mehr verdient, hier zu stehen. Und ihr alle, ihr seht das Gold in Zukunft seltener. Als den Schnaps beim Quidditch bleibt Nedal der Champ. Ey, wenn ich das Ding heute hole, dann nennt mir den nächsten Hurensohn und ich verteidige in einem Monat bei dem nächsten Event. Yeah! Ja, okay, das letzte war ein Prank, aber mehr als einmal im Jahr dürfte drin sein. Hey, und dazu kommt noch, dass dieser kleine Penner hier immer so tut, als wäre er ein dreister Banger. Junge, im wahren Leben bist du ein Langzeitstudent und nebenbei noch Reifenhändler, der anscheinend auch gern für Ruhm und Fame seinen Style verändert. Oder wo ist der Nidal vom ersten Splash? Der Nidal von Mighty gegen Pacino, dem nach jeder Line gegen ihn sofort der Kragen platzt. Man Charakter über Sympathie, Abschlussnote mangelhaft. Wenn man dich heute so sieht, erkennt man nichts. Nur den charmanten Kanacken aus der Nachbarschaft. Ey, früher hast du doch auch Mütter, Freundinnen, Schwestern gefickt und hier gebettelt mit gefletschten Zähnen. Dass du sowas immer noch feierst, seht ihr in meinem Davy-Battle. Da stehst du ja direkt daneben. Aber als Jamie meinte, Mutterlines wären schwach und die einfachste Form von Entertainment, da hast du dich angepasst und ihm recht gegeben. Guck mal, ich bin mir seit Tag 1 treu. Mann, und lieber werde ich abgestempelt in die schlecht rappende, eindimensionale, pädophile oder rechte Szene, bevor ich wie so ein an der Leine gehaltenes Äffchen lebe. Was auch zeigt, meine Narben sind aus dem echten Leben, die Konsequenzen meiner Kunst. Deine Narben sind nur die einen Stiche deiner Marionettenquäden. Guck mal, ich nehme Dinge einfach beim Wort. Und Battle bedeutet für mich nichts anderes als Krieg, Mann. Ey, hier sollten sich zwei Männer gegenüberstehen. Nicht mit 10 Meter Abstand, sondern Kopf an Kopf wie beim Stierkampf. Der Preis ist im Leben nicht so hoch wie das, was man hier verlieren kann. Und Regeln gibt's im Krieg nicht. Mensch ist Mensch. Egal ob schwarz, weiß, Jude, Christentum oder Islam. Ey, das ist heute mein Endlevel. Deshalb spreche ich dieses Thema noch kurz hier an, denn was viele bei mir als rassistisch abstempeln, nenne ich Fairness. Denn Diskriminierung fängt für mich beim Ignorieren an. Ja. Guck mal, ich stehe heute hier, weil ich es mir verdient habe. Hiernach kann für mich nichts mehr kommen, deshalb ist das auch heute mein letzter Spielstand, denn ich werde Vater im Februar und habe somit dieses Jahr schon mehr gewonnen, als für dich je auf dem Spielstand. Noch einmal, der Rap am Mittwoch. Männer, 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 zum allerletzten Mal.
wähle ich dieses Ende. Da ich es ab jetzt nicht mehr brauche, Mann, ich hab's euch allen gezeigt. Ich seh's live in den Augen von tausend. Respekt kann man nur verdienen und nicht kaufen. Gestartet als Letzter, ey, stand knietief in Jauche. Heute die Eins und meine Message nach draußen. Ich flieg wie ein Schmetterling, doch bleib im Herzen die Raupe. Ich hab dich gefickt, ihr seht's an seinem Blick. Also halt weiter schön brav die Schnauze. Und jetzt gib mir mein Gürtel, mach dein Auto warm und dann fahr mich nach Hause. Neffen Matteo, danke für die Gastfreundschaft, Bro. Was geht ab? Habt ihr Bock auf den Crackflow, München? Yeah! Yeah! Alles klar, Alter. Jetzt machst du also die Sauge auf diese Punchline, Gott. Aber fuck, ich seh wieder einen Angstschweißtropfen. Über 10 Jahre im Game, Bitch, und immer noch relevant. Ich glaub, es ist okay, wenn ich sage, Battle Rap ist mein Langzeitjob. Und jetzt du gegen mich, würde ich nicht unbedingt wagen, wie in Australien zu baden. Es gibt ein bisschen mehr als nur ein paar nasse Socken. Lyri, glaub mir, das hier wird kein Schattenboxen. Mach Faxen und du wirst abgestochen wie von einem Stachelrochen. Mann, du bist so wack, jedes Mal, wenn du rappst, könntest du meinen Hass verdoppeln. Du hast den Swag von einem Sack Kartoffeln. Ich reiße deinen Kopf ab und spiele das Lied vom Tod auf deinem Backenknochen. Mann, du bist echt ein Larry. Guck mich an, ich bin legendary. Legendär, Bitch, ich bin kein Rapper mehr. Ich bin sowas wie der Predator und dies ist mein Habitat. Lyrilicious, bevor du mich fickst, errichtet die ISIS ein Kalifaten im Ami-Staat. Kipp, ich spit so Asi-hart, deine Strophe braucht ein Bodyguard. Du bist langweilig wie eine Buggy-Fahrt über Laminat, denn deine Lines klingen meist nach Plagiat wie das Fabrikat von einem Asiat. Komm, ich knech dich wie die Sklaven auf der Amistad und brech dich wie Vaterstaat den Tschechen Jaroslav nach 60 Jahren auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Du Pussy gehst unter. Ich schnapp mir deine Frau, geh mit dir bis ans Ende der Welt und schub sie dann runter. Ich patrouillier durch dein Gebiet wie ein... Ich patrouilliere durch mein Revier wie ein Kodiak-Bär in der russischen Tundra. Alles freiwild, mein Style killt. Ich bin allein wie 300. Mann, 90% deutscher Battle-Rap ist für mich wacke Gimmick-Stand-Up-Comedy von irgendwelchen Billig-Stands und Wannabes, wo die Intelligenz der Fans kaum eine Rolle spielt und wenn eins von diesen Kids judged, haben die Entscheidungen meist weniger Klasse als ein Sitzplatz in der Economy. True Story, G, ich smack dich, Bitch, up wie The Prodigy. Er rappt ja auch gerne mal darüber, dass der Schwanz von seinem Gegenüber so mickrig ist. Aber immer wenn Lyri ein Dickpick schickt, geht die Chick nicht fit. Der Typ kriegt mehr Körper als ein Picknicktisch. Kein Wunder, wenn der Pimmel aussieht wie ein abgebrochener Lippenstift. Straight Midget-Shit. Sein Spitzname beim Gangbang? Ant-Man. Mann, deine Girls sehen aus wie bei Bauer sucht Frau. Meine Girls sind curved wie mein neuer TV. Du fucking drei Käse hoch. Mann, mein Schwanz ist länger als Sebiton, meine Seele ist schwärzer als Baby Jane. Nice! Mann, mein Schwanz ist länger als Sebiton, meine Seele ist schwärzer als Davy Jones. Also mach ihn nicht auf Crazy Horse. Ich verüb Anschläge im Takt wie ein Metronom. Das heißt, ich nehme die Chrome, 10 Patronen, betrete dein Home, stürm dein Kinderzimmer und deine Eltern hören Schreie durch das Babyphone. Step back, Bitch. Du sollst doch langsam wissen, wer der Chef ist. Es ist echt, ich will nicht sagen, dass du schlecht bist, aber du bist doch nicht die Überfreshness. Du siehst aus wie 20, aber klingst wie 60. Digga, du hörst dich an, als hättest du Kehlkopfkrebs. Als ob du kurz vor der Chemo stehst, weil sich innen um deine ein Film aus schwarzem Klebstoff legt und du bald aus dem Leben schwebst. Steht er am Kippenregal? Ah, alles egal. Rothändler oder Rehwald, jeweils 10-mal. Bruder, das Atemvolumen, das du hast, ist verdammt kompakt. Dein bester Auftritt war immer noch deine Rolle des Synchronsprechers des Oberbösewichts von Hongback. Und ich weiß, ich bring viele Insider. Aber vom letzten Insider wirst du getötet. Ich knall dich weg wie Amar, die seine Bitch in dem Bremer Hotel gevögelt. Mach laut!